Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute wieder unterwegs für euch und zwar bei einer Auffangstation für Hunde und Katzen, Schrägstrich Tierheim von unserem Freund Alex. Und was es mit dem Tierschutz auf Zypern auf sich hat, welche Zustände wir hier vorfinden und was es zu beachten gibt, wenn ihr mit eurem Haustier nach Zypern auswandern wollt, all das seht ihr nach dem Intro. Man sieht unser erster Freund schon hier bei uns. Bevor wir uns das Ganze anschauen, würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen über den Tierschutz auf Zypern. Wir haben ja schon sehr, sehr viele, sage ich mal, positive Videos zum Thema Zypern gebracht, was den Tierschutz anbelangt. Ist vielleicht nicht alles ganz so positiv, muss man sagen. Ist eher, sage ich mal, schlecht. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir generell in den südeuropäischen Ländern, da wird nicht so viel von Tierschutz gehalten, wie wir es jetzt vielleicht in Österreich, Deutschland oder auch in den nördlicheren Ländern in Europa kennen. Und vielleicht mal ganz kurz dazu, es hat im Jahr 1994 hier ein neues Tierschutzgesetz gegeben, das im Prinzip einmal relativ gut ausschaut. In der Theorie. In der Praxis schaut es leider ganz anders aus. Also die ganzen Tierschutzgesetze, die hier auch vorgeschrieben sind, die gesetzt sind, die werden sehr oft nicht eingehalten. Was wir so in den letzten Jahren noch erfahren haben, ist, dass der Durchschnittszypriote jetzt vielleicht nicht so ganz der tierfreundliche Mensch ist im Vergleich zu den ganzen Expats, also zu den Auswanderern hier. Und was man halt immer wieder sieht, ist, dass Leute quasi junge Hunde zu sich holen und wenn es dann nicht mehr interessant ist, nach ein, zwei Jahren werden die einfach ausgesetzt, teilweise vergiftet, geschlagen, eingesperrt, also man sieht hier alles Mögliche. Und ja, das sind halt so ein bisschen die Schattenseiten. Und was generell dann den Tierschutz so anbelangt, es gibt hier sowohl staatliche Tierheime als auch, sage ich mal, private Tierheime, private Auffangstationen, so wie das jetzt auch hier eines ist. Und wenn hier ein Hund ausgesetzt wird und in ein staatliches Tierheim kommt quasi und der nicht innerhalb von 22 Tagen oder 21 Tagen da rausgeholt wird oder weitervermittelt wird, dann werden die Hunde eingeschläfert. Also das ist ja nicht sehr zu begrüßen und das ist aber auch damit oder dem zu schulden, dass hier halt so gut wie gar nichts staatlich subventioniert wird. Die Tierheime quasi teilweise überlaufen. Also hier sind wir eh noch, sage ich mal, relativ human, aber ich habe da schon ganz andere Stories hier auf Zypern gehört. Und wie schon gesagt, neben den staatlichen Tierheimen gibt es auch einiges an privat geführten Tierheimen und Tierauffangstationen, denen es aber auch in den letzten zwei Jahren, speziell durch die Pandemie und auch durch den Austritt von England aus der EU, deutlich schlechter geht, weil die meisten privaten Tierheime hier eben von Leuten aus England betrieben wird. Und da mussten einige schließen, was ich so gehört habe. Speziell im letzten Jahr haben hier einige geschlossen und die konnten aber auch die Tiere jetzt nicht mitnehmen nach England, weil du hier ja bürokratische Hürden ohne Ende hast. Die Tiere, wenn du die hier jetzt nach UK bringen willst, hast du 6 Monate Quarantänezeit, du musst teure Bluttests machen und so weiter. Also sind auch hier wieder sehr, sehr viele Tiere in den staatlichen Tierheimen gelandet. Und wie schon erwähnt, wir sind heute in einem privaten Tierheim unterwegs, das wir uns jetzt dann anschauen. Es ist quasi so eine zweigeteilte Unternehmung hier. Zum einen Teil ist es eine Hundepension, das heißt, Leute können hier, wenn die mal in den Urlaub fliegen oder wenn es einen Notfall gibt, hier ihre Hunde abgeben für ein paar Tage oder für ein paar Wochen. Auf der anderen Seite werden hier aber auch immer wieder Hunde, Katzen, wir haben auch hier Papageien und einen Affen, der ist auch hier, werden hier immer wieder hergebracht und da wird sich eben darum gekümmert. Der Freund von uns, der Alex, der das Ganze hier verwaltet, der ist leider ein bisschen kamerascheu, deswegen möchte er heute nicht vor die Kamera. Denen geht es jetzt finanziell nicht so gut, deswegen unterstützen wir die auch zum Teil hier. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal den Alex schnappen und dann schauen wir uns mal an, wie das hier so mit den Hunden, mit den Katzen und mit sämtlichen Tieren ausschaut, die hier leben. Unsere kleinen Freunde. Alex ist gerade bei der Fütterung. Ich gebe ihm mal kurz Bescheid und dann können wir euch sicher gleich reingehen. So, reines Gehege. Gerade Essenszeit. Ja, hallo. Ja,
Ich weiß nicht, wie viel man von mir noch hört. Das ist ein ziemliches Gebell hier. Also das sind jetzt hier zum Teil Hunde aus der Hundepension, aber eben auch Hunde, die hier zur Vermittlung freigegeben sind. Ziemlich voll hier, speziell im Sommer sind die eigentlich total ausgebucht. Ich bin jetzt ganz ehrlich kein Fan von solchen Tierplatzierungen. Hallo. Ich bin jetzt wie gesagt kein Fan von solchen Tierpensionen. Ja. Alles gut. Action pur. Er will nicht weg von uns. So ein Braver. Also wie ich drinnen jetzt schon mehrmals versucht habe zu sagen, ich bin jetzt generell nicht so ein großer Fan von Tierpensionen. Also wir würden jetzt unsere Mana wahrscheinlich nicht in so eine Tierpension geben. Aber auf der anderen Seite, wenn mal ein Notfall da ist oder man dringend weg muss und es keine andere Möglichkeit gibt, macht es dann schon auch Sinn, dass es sowas zumindest gibt. Also keine Ahnung, wie ihr das seht, könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Und ja, ihr seht, Christina ist hier noch schwer beschäftigt. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Grundsätzlich ist hier auch noch vielleicht zu sagen, ist alles sehr sauber und schön. Also den Tieren geht's gut. Man sieht hier, einige können hier frei rumlaufen. Also die kommen zweimal am Tag raus, werden auch hier gut gefüttert. Von dem her muss man sagen, geht's ihnen schon ganz gut. So, nachdem wir uns jetzt die Hunde angeschaut haben, geht's jetzt darüber zu den Kittys. Schauen wir mal rein. Also man sieht es hier schon, die haben es hier richtig, richtig schön und sauber. Jeder hat so sein eigenes Reich. Hi! Oh, hey! Oh, so lieb. Die haben auch Entspannungsmusik da im Hintergrund, das finde ich sehr cool. Doom und Lily. Oh, so süß. Ja, die haben es hier richtig, also die haben hier den Himmel auf Erden, wenn man das mit manchen anderen Sachen hier auf Zypern vergleicht. Hey, zwei Süßen. Und alle haben auch hinten ein bisschen Auslauf, ist nicht so viel, aber so, ich glaube so 4-5 Quadratmeter. Was auch wichtig ist, die haben hier innen richtig viele Ventilatoren, dass die Tiere ist auch nicht Tiere zu heiß. Hier, oh, look, oh Gottchen. Oh, du bist aber kein Kätzchen. Du bist aber kein Kätzchen. Haben sie dich in die Kategorie Katze getan? Die haben dich verwechselt mit einer Katze. Hey. Hey, Süßkerl. Hey. Oh, schau dir das an. Hey. Ja, also die haben wirklich richtig schön Platz. Und jetzt gehen wir mal vielleicht raus und schauen, ob wir uns den Auslauf hinten vielleicht anschauen können. Ja, man sieht hier, es ist alles wirklich schön angelegt, überall schön Blumen, es ist sehr, sehr sauber. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Weg Richtung Auslauf finden. So, da haben die Süßis einen Swimmingpool, schön viel Schattenplätze. Da hinten haben wir noch ein eigenes Gehege, wo sie dann auch Auslauf kennen. Da ist dann von den ganzen Zwinger jeweils der Auslauf, also richtig schön. Da gehen wir dann auch noch rein. Und dann gehen wir hier nochmal rein, das ist dann die andere Seite. Das ist quasi so der Vorgarten, den ihr da seht. Oh ja, hallo, hi. Und sie sind ja alle so süß, schaut euch das an. Ja, hallo. Oh, hey. Das Ganze befindet sich hier in Oroklini. Das ist ungefähr so 10 Minuten, Viertelstunde von Larnaca Richtung Süden. Ist direkt neben der Autobahn. Und wie gesagt, man kann hier die Hunde herbringen, wenn man eben selbst auf Urlaub fährt, nicht weiß, wohin mit die Hunde. Oder eben, wenn man einen Hund gefunden hat, nicht weiß, wohin damit. Dann ist auch hier eine Auffangstation. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter. So, also da hinten haben wir den Auslauf für die ganzen Katzen. Da haben wir die andere Seite von den Zwingern und die haben hier auch einen schönen Auslauf. Ist ein bisschen kleiner wie dort drüben und das muss meistens getrennt gemacht werden, weil sich ja viele nicht verstehen. Alex hat mir gesagt, die sind jetzt alle sehr freundlich und jetzt schauen wir mal, welchen wir da
auslassen. Ja, komm raus. Ja, das ist meine Freude. Ja, hallo. Ja. Jetzt wollen sie natürlich alle raus. Ja, 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 ja. Ja. Komm, komm wieder rein. Hopp, rein. Christine hat wieder einen neuen Freund. Hier gibt es auch einen Papagei. Die Story hinter dem kleinen Kerl kennen wir leider noch nicht. Oh. Aber dir scheint es hier wenigstens besser zu gehen. Er hat hier ein großes Gehege. Ich greife jetzt nicht mit dem Finger rein, keine Ahnung, was passiert. Er stellt die Federn auf. Ich glaube, er ist nicht so der Fan von mir. Hi. Oh, he looks not very friendly. She's not. No? Yeah, I see. What's the name of the monkey? Mishkli. What? Mishkli. Mishkli? Yeah, it's Arabic for trouble. Trouble? Yeah. Now you're a little troublemaker. Big troublemaker. A big troublemaker. You need to take care that he's not gonna hit your camera. Yes. A little big troublemaker here. Bevor wir uns nur noch ein paar Babykätzchen anschauen, möchte ich noch ganz kurz über das Thema im Allgemeinen, also das Thema Haustiere auf Zypern im Allgemeinen sprechen. Wenn ihr mit eurem Vierbeiner, also mit eurem Hund oder mit eurer Katze nach Zypern einreisen wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten, entweder mit der Fähre oder mit dem Flugzeug. Wobei ich mit der Fähre absolut abraten würde davon, weil du einfach, ja, wenn du von Griechenland oder von Italien kommst, bist du irrsinnig lang auf der Fähre unterwegs. Es gibt auch Möglichkeiten, über die Türkei auf die Nordseite von Zypern zu kommen. Hier gibt es aber, wenn du mit dem Hund oder mit einer Katze kommst, musst du dich wieder voranmelden, du brauchst ja eine medizinische Untersuchung und. Also es wird sehr, sehr viel verlangt und deswegen ist es die beste Möglichkeit, mit seinem Vierbeiner per Flugzeug einzureisen. Von Deutschland und von Österreich ist es so, dass man nur mit der Lufthansa bzw. mit der Austrian Airlines Tiere mitnehmen kann. Es ist so, bis 8 Kilo können die Vierbeiner noch mit in die Kabine, ganz normal. Und wenn die dann schwerer sind, müssen die auch mit in den Frachtraum. Also die Mana, die fliegt ja, also unsere Hündin, die fliegt ja zweimal im Jahr, im Winter nach Österreich und dann im Sommer wieder hierher nach Zypern. Die muss leider in der Frachtkabine mitfliegen. Da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich eine richtige Transportbox kauft. Die gibt es zum Beispiel auf Amazon zu bestellen. Da sucht man dann einfach nach einer zertifizierten Hundebox oder auch in jedem Tiershop findet man die. Und was haben wir bezahlt? Das ist meistens zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem wie lustig die Fluggesellschaft gerade war, zusätzlich zum normalen Ticket. Also ich bin teilweise schon nach Zypern geflogen, da hat der Hund dann mehr gekostet als mein Ticket. Und es gibt natürlich noch andere Fluggesellschaften, die nach Zypern fliegen, wie jetzt die Wizz Air oder auch die Ryanair, nur die nehmen leider keine Hunde mit. Also dessen muss man sich immer bewusst sein. Wir fliegen ja auch, wenn wir oft hin und her fliegen, meistens mit Ryanair oder Wizz Air, aber wenn die Mana dann mit dem Gepäck ist, dann wird bei uns immer mit der Austrian Airlines geflogen. Was ich vielleicht auch noch als Tipp hier mitgeben möchte, ich habe es ja früher schon kurz angesprochen und gesagt, dass die Zyprioten so im Generellen jetzt nicht die tierfreundlichsten Menschen sind, wobei auch hier muss man sagen, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, speziell bei der jüngeren Generation hat hier auch schon ein bisschen ein Umdenken stattgefunden, aber es ist immer noch so, dass es hier auf der Insel sehr oft Probleme mit Giftködern gibt und deswegen haben wir speziell auch für die Mana beim Tier, das kriegst du hier bei jedem Tierarzt, kannst du dir so Notfallspritzen holen, einmal für Schlangenbisse, es gibt auch giftige Schlangen hier auf der Insel, also wenn man mal einen Ausflug macht, dass man sowas immer dabei hat, also eine Notfallspritze für Schlangenbiss bzw. für Vergiftungen, dann kann eigentlich nichts passieren, also man hört wirklich gesagt, immer wieder mal von solchen Vorfällen, wir haben das einfach mal präventiv gekauft und sollte irgendwo mal sein, dann können wir schnell eine Spritze geben zum Tierarzt und dann sollte das auch
überstanden sein. Ja, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt noch, wie gesagt, die kleinen Babykätzchen anschauen und folgt mir. Are you like to pet and bite and scratch? Oh, so lieb. Also wenn ihr gerade nach Zypern auswandert und ein Kätzchen adoptieren wollt, meldet euch bei uns. Ihr sucht alle ein neues Zuhause, ha? Ja, nicht springen. Keine Kamikaze-Aktion hier. Der Alex ja gerade erzählt hat, die sind ein paar Minuten von hier näher der Autobahn, hat er die gefunden und hat sie gerettet. Alle drei. Ja, und jetzt werden sie hier aufgepäppelt und hoffentlich finden sie dann wieder bis zu Hause. Oh ja. So cute. Der ist doch so zum Anbeißen. So, da haben wir es angenehm kühl. Da haben wir jetzt noch so einen Kollegen, da können wir leider nicht rein. Der ist ein bisschen aggressiver als der andere, aber schaut euch mal an, wie schön der ist. Ja? Genau das habe ich gemeint. Also da sind wir, glaube ich, kaputt, bevor wir da reinkommen. Ha? Ja, schön Nagelpflege. Ja, ja. Du hast ganz schön hinter die Ohren, du. Aber der ist wunderschön, schaut euch die Farben an. Hier gibt es gerade wieder noch die Raubtierfütterung. Alle Raubtiere werden gefüttert. Ja, ja, da haben sie es wirklich. Da haben sie es wirklich schön. Wieder mit unserem Video hier über die Hundepension bzw. die Tierauffangstation von unserem Freund, dem Alex. Und das war heute mal ein bisschen ein anderes Video, aber es ist speziell ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt und deswegen wollten wir euch das einfach mal zeigen. Wie immer würden wir uns natürlich total darüber freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, ein Abo da lasst und natürlich auch die Glocke aktiviert, denn in einem der nächsten Videos werden wir uns wieder mit dem Thema Hund beschäftigen und zwar werden wir die diversen Hundestrände hier auf Zypern uns anschauen und bis dahin macht es gut. Bis dann. Tschüss.